Ja, heute möchte ich euch ganz gerne einmal die Bücher vorstellen, die ich euch versprochen habe. Und zwar hatte ich ja in dem letzten BJD-Lektüren-Video tatsächlich auch nur die von den neueren asiatischen BJDs vorgestellt, die ich aus Japan habe, wie zum Beispiel das Dolly Dolly Magazin und Dolly Japan, die habe ich euch vorgestellt. Ich habe euch aber gesagt, dass ich ja auch, ja, ältere Puppenlektüre habe, was natürlich auch unter BJDs fällt, also Ball-Jointed Dolls im Prinzip, aber nicht die asiatischen, sondern aber ein paar japanische Ichimatsu-Dolls sind auch drin, aber eben die älteren Puppen mit Puppenhäusern und so. Und da habe ich euch gesagt, dass ich euch auch zeigen werde, was ich da so an Lektüre habe. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch noch mal mehr. Ich habe auch so ein bisschen aussortiert. Ich hatte auf Flohmärkten die Dinge immer einfach gekauft und ja, manche fand ich dann letztendlich nicht so toll, aber die mir so wirklich gut gefallen haben, habe ich behalten. Und ja, die möchte ich euch natürlich auch jetzt ganz gerne hier jetzt zeigen, weil habe ich euch ja versprochen und das kommt jetzt. Also, wir haben hier zum Beispiel einmal Puppen und Puppenmacher. Ist schon mal so das eins der Bücher, die ich auf einem Trödelmarkt bzw. auf einem Büchermarkt geholt habe. Und ich finde diese alten Bücher immer wirklich richtig toll. Ihr seht das zum Beispiel auch hier, wie das so aufgemacht ist. Ich nehme mal hier einmal diesen Umschlag raus. So, hier seht ihr das zum Beispiel. Das sieht schon mal richtig toll aus. Ich mag das gerne, wie die so gestaltet sind. Das ist anscheinend von 1986, ist dieses Buch. Also ist schon wirklich, ja, ein bisschen was her. Und hier zum Beispiel steht, rettet die alten Puppen. Seht ihr? Also da bin ich ja auch der Meinung. Also, und hier sind dann eben ja so die Entstehungsgeschichte der Puppen. Hier Puppen des Altertums, da geht das dann los. Die ganz alten Puppen. Hier sind dann auch so Bilder, wie die zum Beispiel hier in Afrika gemacht wurden. Da fing das irgendwie an, da habe ich auch gelesen, da gab es auch Puppen, die haben die wirklich zu den Kindern ins Grab gelegt im Prinzip. Die hießen dann auch tatsächlich Grabpuppen oder irgendwie so. Fand ich wirklich sehr interessant zu lesen. Das hat man hier so, also damals waren die Puppen jetzt natürlich so irgendwie aus speziellen Ästen gemacht und so ein bisschen Schlamm und was weiß ich. Aber das ging natürlich mit der Zeit immer weiter. Und hier so ganz primitiv natürlich anfangs gemacht. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr interessant zu lesen. Zumal das ja auch alles auf Deutsch ist und man das wirklich sehr gut dann durchlesen kann und verstehen kann. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr interessant und wie sich die Puppen so weiterentwickelt haben. Zu Künstlerpuppen und so weiter und so fort. Ihr seht das hier. Ich gucke mal, ob wir jetzt hier so... Hier seht ihr dann auch so alte Malereien. Es gibt ja auch viele Fotos mit Kindern und Puppen und so Malereien und so. Finde ich wirklich ganz toll. Hier sind dann so Beispiele drin. Dann so die Barockpuppen und so. Ich zeige euch nochmal so ein paar Beispiele. Sind wirklich alles so Originalfotos. Und wenn man sowas auf dem Büchermarkt oder so noch findet, dann sollte man da wirklich irgendwie auch zuschlagen, finde ich, weil solche Raritäten hat man dann zu Hause und kann immer mal nachblättern und nachlesen. Ich finde das wirklich toll, wenn man sich für Puppen interessiert, dass man da natürlich auch so die Geschichte erfährt dahinter. So, ich meine, hier waren dann auch so, genau, hier sind dann auch diese, kennt ihr die noch? Diese Einkleidepuppen, diese Papierpuppen, die man hatte, wo es dann hier diese einzelnen Klamotten gab, wo man dann das Blatt im Prinzip an dieser weißen Stelle nur einmal umknicken musste und das dann quasi der Papppuppe dann anziehen konnte, hatte ich auch. Also alle, die das auch hatten, einmal hier unten in die Kommentare schreiben. Also diese Papierpüppchen, die man auch mit Papierkleidung anziehen konnte, fand ich damals richtig toll. Also die sind hier auch abgebildet. Dann gibt es auch hier einmal auch die Puppenmacher. Wie gesagt, um die Puppenmacher geht es ja auch. Ist schon wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Mir gefällt das richtig gut. Auch hier sind zum Beispiel japanische Puppen drin. Hier auch so. Und also ich finde es wirklich sehr, sehr cool.
Da gibt es so viel Text zu, man kann so viel lesen, so viel nachlesen. Und ich mache das sehr gerne. Viel Text, viel Bilder, das ist doch immer gut zum Studieren. Ich mag auch solche Zeichnungen wirklich sehr, sehr gerne. Sind auch so sehr schöne Fotos dabei, die ich mir auch so irgendwie an die Wand hängen würde. Ja, also das wäre das. Einmal hier, also das war jetzt das Buch Puppen und Puppenmacher aus den 80er Jahren. Dann habe ich hier einmal einen ziemlich alten Schinken. Der hat nicht mal mehr so ein Kartonband bzw. hier so ein Papierband drum. Einfach nur Puppen. Und das ist von, oh, guckt euch das mal an, alleine das Bild hier. Das ist es doch eigentlich schon wert zu kaufen, dieses Buch. Und das dachte ich mir auch. Und zwar, das ist von, jetzt gucke ich mal eben, ob ich das hier sehe. Nee, in der Jahreszeit steht hier gar nicht bei. Aber ich denke mal, das wird auch so 80er gewesen sein. Aber auch hier, frühe Geschichte der Puppen, auch hier geht's los. Da fängt das an. Ich glaube, die hier vorne hattet ihr gerade in dem anderen Buch auch schon gesehen. Das ist eine ägyptische, sehe ich hier gerade. Dann gibt es noch eine Maishülsenpuppe. Aus Maishülsen wurden auch noch Puppen gemacht, wie ihr hier seht. Wirklich interessant, aber das sieht schon fast wirklich, ja, sehr, sehr authentisch aus, kann man sagen. Die sieht schon fast ein bisschen besser aus. Dann gibt es hier natürlich auch die Ichimatsu-Dolls. Hier. Also wenn man so bedenkt, so zu der früheren Zeit, so die Kinder, was für Puppen die hatten, finde ich schon wirklich interessant. Und das war damals mit Sicherheit ja irgendwie total originell und neu und so wie die Puppen für uns heute. Also das muss damals ja auch wirklich für die so die schönsten Puppen der Welt gewesen sein eigentlich. Also ich finde es wirklich toll. Hier zum Beispiel Modepuppen. Auch wieder sehr barock. Hier ist auch wieder so eine kleine Anziehpuppe, so eine Papieranziehpuppe. Die hatten auch immer sehr hübsche Verpackungen, muss ich sagen. Sehe ich hier jetzt auch gerade. Also man muss auch wirklich mal bedenken, wie viele unterschiedliche Arten von Puppen es gibt. Also das muss man ja wirklich mal sagen, so im Laufe der Zeit. Wie viele Puppen da so auf den Markt gekommen sind, wie viele skurrile Puppen es auch gibt. Also das ist doch wirklich interessant und ich finde es auch toll, dass man die in Büchern auch immer mal wieder festgehalten hat. Weil sonst würde man solche Puppen ja nie wieder zu Gesicht bekommen. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Puppen ja ziemlich in Vergessenheit geraten sind, beziehungsweise das Interesse da nicht mehr so groß ist. Also da finde ich das doch toll, auch solche alten Bücher nochmal zu sammeln. Und dass man da nicht einfach wegschaut und sagt, ach ja, die Puppen heutzutage sind ja anders oder ich interessiere mich gar nicht für Puppen oder so. Ich weiß nicht, es gehört ja irgendwo auch ein bisschen zu der Geschichte dazu, weil selbst wenn man sich jetzt nicht unbedingt für Puppen interessiert, es ist irgendwie Geschichte und von daher finde ich das gar nicht mal so schlecht, solche Bücher zu haben. Hier, die Puppe zum Beispiel finde ich auch sehr, sehr schön. Einmal das hier. An automatische Puppen. Auch damals hat man ja schon versucht, die Puppen so als zu Aufziehpuppen zu machen, dass sie sich selber so ein bisschen bewegen können. Finde ich auch interessant. Da sind ja auch teilweise sehr skurrile Puppen draus geworden, wie man hier sieht zum Beispiel. Sieht schon irgendwie strange aus, aber man hat sich Gedanken gemacht und hat sich dabei auch wirklich was gedacht. Auch hier so am Klavier. Das gefällt mir einfach wirklich sehr, sehr gut. Sehr antik und so. Ich finde das ja sowieso toll. Ich würde mir sowas hier auch noch hinstellen. Definitiv. Auch hier die alten Zeichnungen. Von 1908 ist die Zeichnung gewesen gerade. Und hier kann ich mir vorstellen, genau, dass die Puppe sich da bewegt hat und dann quasi die Hütchen hochgehoben hat. Da konnte man dann quasi auch so ein bisschen Spiele mitmachen. Also, warum nicht? Also die Ideen fand ich gut. Ja, das wäre es dann mit diesem Buch hier. Einmal das Buch Puppen. So, dann haben wir hier so kleine Bücher noch. Das heißt auch einfach nur Puppen.
Und da konnte man auch tatsächlich hier Dinge selber machen. Gestalten und Modelliermassen. Nee, Gestalten mit Modelliermassen natürlich. Und da konnte man eben selber, das ist von 1985. Und da hat man so Tipps bekommen, wie man Puppen selber macht. Wie man hier sieht. Und immer so mit Anleitung richtig und so. Ich habe es natürlich nie probiert. Ich hatte das nachträglich auch jetzt auf einem Büchermarkt gekauft. Einfach nur, weil ich es interessant finde. Und das Ganze, ja, gerne haben wollte natürlich. Aber es ist ja alles mit Anleitung aufgelistet, wie es geht und so. Und finde ich schon cool. Also ich wollte es einfach nur haben, um es zu haben, weil es einfach irgendwie cool aussieht. Also mir gefällt sowas, ja. Dann konnte man hier, glaube ich, die Puppen, die dann da abgebildet sind, selber machen irgendwie. Guckt euch alleine die Zeichnung an. Das sieht einfach witzig aus. Ganz viele verschiedene Arten von Puppen wieder. Und hier, seht ihr schon, sind auch so Muster drin. Ich zeige euch das mal. Ich klappe das mal hier auf. Dann konnte man das so, ja, nachmachen. Hier Arm und so weiter, dann steht das alles hier. Fadenlauf und so weiter. Ja, also ist schon cool, dass es das gibt. Und ich beneide Leute, die das können. Wirklich, die das nachmachen können. Ich beneide solche Leute. Ich könnte es auch gerne. Ich würde auch gerne einfach mal eine Puppe selber machen. Also, warum nicht? Aber das wird bei mir nicht funktionieren. Ich werde es nicht können. Aber ich finde es wirklich, ich beneide solche Leute, die es können. Und ich denke mal, die könnten mit sowas tatsächlich auch heute noch was anfangen. Zumindest als, ja, so, dass man sich daran inspiriert, aber sogar vielleicht eine noch modernere Puppe daraus kriegen würde. Kann ich mir gut vorstellen, diejenigen, die das mal machen möchten, die sich wirklich an solche Vorlagen auch halten können. Auch für modernere Puppen. Kann ich mir gut vorstellen. Auch hier habe ich noch ein Buch, Herstellung von Porzellanpuppen. Kreiere die Andenken von morgen, heute. Das ist das. Auch da kann man, hier sieht man es, das erinnert mich total an das Video, was der Andreas gemacht hat, als er die Annabelle für mich gemacht hat. Das sah genauso aus, so ziemlich. Die Puppen sind ja auch hier sehr ähnlich. Da haben sie ja auch hier diese Porzellanpuppen genommen. Und ja, also ich finde es wirklich toll. Auch zum Beispiel an solchen alten Porzellanpuppen könnte man auch sehr gut Face-Ups üben. Also sehe ich gerade. Finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Müsste man mal üben, wenn man so eine alte Porzellanpuppe über hat, könnte man da auch irgendwie Face-Ups üben. Jetzt nicht unbedingt vom Material her, weil ich denke mal, da wird man anderes Material als für Resin brauchen. Aber man kann sich daran ja auf jeden Fall mal versuchen, so in Sachen Kreatives und so. Also auch da könnte ich mir solche Bücher sehr hilfreich vorstellen. Auch für mich. Vielleicht werde ich irgendwann auch mal üben, Face-Ups zu machen. Vielleicht. Irgendwann werde ich es mal... Wobei für G werde ich es eigentlich nicht brauchen, weil für G möchte ich eigentlich kein anderes Face-Up haben. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann bekomme ich ja doch nochmal eine BJD dazu. Man weiß es ja nicht, jetzt unabhängig von der männlichen BJD. Aber ich bestelle ja immer die BJDs mit Face-Up. Von daher wird mir das eher nicht passieren, dass ich irgendwann mal ein Face-Up selber mache. Aber man weiß ja nie. Jetzt kommen wir zum Herzstück, zum letzten. Und zwar, ihr seht es hier, das Puppenhaus. Und hier sind ganz viele schöne alte Puppenhäuser abgebildet. Also das ist ja wirklich wieder ein sehr, sehr großes Schmuckstück. Ich habe es jetzt gerade falsch rum aufgemacht. So. So, jetzt gucken wir mal. Und zwar, das ist von 1978 tatsächlich. Hier sind erstmal so Bilder. Hier zum Beispiel ein Augsburger Zeichner um 1726 eine Mägdekammer. Zum Beispiel hier vorgezeichnet, hier oben. Seht ihr das? Also richtig mit Entwurf und so, wie das aussehen soll. Also ich finde das ja toll. Hier haben wir schon mal ein Puppenhaus, ein altes. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Ich finde das super. Hier geht es weiter. Richtig ritterlich auch. Also so ein altes Puppenhaus, denke ich mal, wird mittlerweile unbezahlbar sein. Das soll jetzt hier eine Jagdszene sein, aber guckt euch auch das mir mal an. Sieht aus, das sieht so edel aus, da würde ich auch so drin wohnen. Das sieht richtig cool aus. Auch hier schon in Farbe. Guckt euch das an. Also ich finde es wirklich mega.
Und das alles durchzublättern, also das ist Mitte des 18. Jahrhunderts, was ihr hier gerade gesehen habt. Und hier Nürnberger Puppenhaus von 1639. Also, und das hier. Und hier ist auch eins in Farbe, das finde ich auch sehr, sehr schön. Wirklich richtig hübsch. Hier so ein richtig schönes Treppenhaus. Küche. So ein Bett hätte ich ja auch gerne in echt. Also das sieht auch richtig toll aus. Also an den Puppenhäusern kann man sich schon ausleben. Und zumal auch, ich habe ja auch oft mit den Dioramas gesagt, also so würde ich manchmal gerne wirklich in echt wohnen, so wie die Dioramas aussehen. Ich finde das wirklich richtig toll, was man da für Puppen alles gestalten kann. Für BJDs, für die Asiatischen ist es nochmal ein bisschen schwieriger, weil die natürlich größer sind. Da kann man so ein Riesenhaus natürlich jetzt nicht so einfach hinkriegen. So mit Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Diele und so. Das wird nicht so leicht sein. Aber auch hier so diese Kutsche und so, das sieht wirklich richtig toll aus. Stellt euch das mal vor, dass man das für BJDs machen kann, für die Asiatischen. Das wäre richtig fett und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also richtig toll. Auch hier diese komplett riesigen Häuser, wie man auch früher mal in den Kinderzimmern gesehen hat. Also ich finde das mega. Also kann mich da nur wiederholen, sowas hätte ich auch gerne nochmal. So ein richtig großes Puppenhaus mir hier hinzustellen. Also hier sind zig Stück drin. Ich könnte euch hier so einiges zeigen. Also da sind so viele Puppenhäuser drin. Gucken, ob ich auch noch irgendwas hier in Farbe noch habe. Hier ist noch was, auch so mit den Gemälden und so. Guckt euch das an, alleine diese Roséfarbe, so wie meine Wände. Es ist einfach nur schön. Also ich finde es genial. So. Und hier auch von außen, so richtig mit einer Fassade. Also hier sind wirklich Tonnen an Fotos von Puppenhäusern drin. Also wer sich nicht für diese Puppen, also Bücher interessiert, kann ich nur das hier empfehlen. Dieses Buch, wo so Puppenhäuser drin sind. Weil alleine so, ja, auch wer sich für Architektur oder so interessiert, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch irgendwie sehr interessant sein könnte. Ich kenne mich nicht aus, aber ich denke mal schon. Auch allein das Bett hier unten. Also ich finde es wirklich mega. So. Auch hier noch ein Bett. Sogar mit Orgel hier. Also wie fett ist das denn? Mit Orgel. Ach, einfach nur herrlich. Und auch hier diese alten Puppenöfen finde ich auch toll. Die sieht man ja auch ab und zu mal. Ich gucke ja ab und zu mal Bares für Rares auf ZDF. Und da hat man auch schon mal diese kleinen Kochstellen für Puppen gesehen. Also finde ich auch super schön. Ja, also ich denke, ich habe euch jetzt mal genug Beispiele gezeigt. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch etwas ältere Bücher über Puppen habt, ob euch das interessiert, ob ihr sowas auch sammelt und ob ihr ab und zu mal auf Trödelmärkte geht und da generell so mal nach Puppen sucht, nach alten Porzellanpuppen oder nach den Büchern sucht. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, dass wir da so ein bisschen, ja, nostalgisch denken, so ein bisschen, was haben wir damals oder was machen wir heute sogar noch, so auf Trödelmärkten gesucht, dass man so Puppenkram findet. Sei es für unsere BJDs Sachen, die passen könnten. Da habe ich ja zum Beispiel auf dem Trödelmarkt mal so ein altes Cello gefunden, was ich G mitgebracht habe, was perfekt BJD-Größe war. Also solche Sachen. Könnt ihr mir mal gerne unten in die Kommentare sagen, dass wir da mal so ein bisschen drüber quatschen. Was habt ihr so für Trödelmarktfunde gehabt? Guckt ihr noch heute auf Trödelmärkten und was holt ihr da für eure Puppen? Holt ihr da alte Porzellanpuppen, Lektüre zu Puppen? Also lasst uns mal quatschen, würde mich mal interessieren, dass wir auch mal über solche Themen ein bisschen quatschen. Und ich würde sagen, ja, das war's dann für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann.